Hallo Freunde der Spielkultur. Schon lange nicht mehr gesehen, oder so lange nicht mehr gehört, aber da ich ein paar Probleme hatte, musste ich leider eine längere Pause einlegen, bis ich alles wieder einstellen konnte. Ich meine, es ist noch immer nicht ganz perfekt. Und ja. Sagen wir mal so, ich muss noch schauen, wie ich meine Elgato in OBS wieder einbinde. Das habe ich wieder vergessen. Ja, oder besser gesagt, mal gucken, wie das funktioniert. Und heute machen wir mal wieder mit Star Wars The Old Republic, Blödsinn, Jedi Fallen Order weiter. Weil das Spiel hat mir letztes Jahr ziemlich viel Spaß gemacht und ich möchte es jetzt endlich durchspielen mit euch zusammen. Und als allererstes müssen wir uns der Schwester stellen, was ich leider schon gemacht habe. Sie leider nie gesehen habe, weil. Ja. Cal Kestis, wie berechenbar. Ja, weil. Oh ja. Jetzt kommt eine neue Sequenz, weil ich neu angefangen habe, weil ich leider und weitergespielt habe, um zu merken, dass mein Mikro funktionierte. Ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Top Secret! Großartig! Ja, großartig. Jetzt muss ich nur mal schauen. Wie konnte ich das? Okay. Dein Untergang rückt näher. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Doch, kann ich. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Okay. Und ich habe einen dritten Stimpack gefunden, das zeige ich nachher mir. Zurück. Okay. Cool. Gute Ei. Cool. Auf die Seite müsste ich mir hier wegrollen. Okay. Geht schon. Das ist immer der beste Punkt, um sie zu schlagen. Okay. Ich muss doch jetzt die Steuerung. Oh. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Ja, hast du. Aber ich bin viel schlimmer wie alle anderen. Ja. Okay, eigentlich stelle ich mich nicht mal so blöd an. Bleib stehen. Nein, bleib ich nicht. Alter! Was würde Jaro T'Pol jetzt von dir denken? Normal ist es nach der Hälfte vorbei. Ja. Ist es. Hey, wir haben es beim ersten Mal geschafft, weil ich schon wusste, wie ich zu reagieren habe. Das war gut. Momentchen. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten.
bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Mhm. Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Ich müsste mich halt mal reinschreiben, ob es lauter ist wie sonst. Jetzt musste ich da hier was umstellen. Aber jetzt machen wir mal hier weiter. Ich bin schon gespannt, wo wir hier hinkommen. Oder wobei, ich weiß es ja. Hör das? Ja, genau. Und. Waren wir hier? Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und hast ihn ja zum Grab gebracht. Ja. Sei froh, dass du deinen Druiden hast. Und ja, wenn wir hier rauskommen, werde ich euch einfach zeigen, wo man das dritte Steampack findet. Oder wie man das hier nennt, noch schnell. Den dritten Trank oder so. Und jo. Fähigkeiten. Kann ich irgendwas machen? Nö. Okay. Dann machen wir mal hier weiter. Wo auch immer. Ach, ich weiß schon wieder, was hier passiert. Leider habe ich das alles schon gesehen und es ist ein bisschen nervig, aber was soll ich machen? Ich habe es irgendwie übersehen. Anders als das andere Grab. Oh ja. Keine Ahnung. Ich bin nur neugierig, wie lange das Game noch geht und was, ob man die zweite Schwester nochmal bekämpft, weil man bekämpft sie immer nur ein Viertel, dann ein Halb, wahrscheinlich kommt dann ein Dreiviertel und ganz zum Schluss musst du sie besiegen. Irgendwie sieht es danach fast aus. Aber werden wir dann eh sehen. Ich hab's, aber sehr. Warum habt ihr nichts gesagt? Ah, die Grafik ist weil sie eine Lügnerin ist. Geil. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Ja, ja. Komm halt die Klappe. Aber auf jeden Fall. Hoffentlich hört ihr das nicht, weil bei uns im Haus wird gerade irgendwo, keine Ahnung wo, anscheinend ein Bad hergerichtet. Und ich bin unbedingt. Wie war das noch schnell? Nein. Ja, Alter, was ist mit du? Ich hätte keine Macht mehr. Wie kann ich den Scheißball noch nicht rausholen? Ich hab mich gerastet, Scheiße. Ah!
Okay, er ist tot, aber ich hab's irgendwie. Ich weiß nicht. Wo muss ich jetzt hier hin? Klopf. Wer ist da? Ich bin doof jetzt gerade. Okay, ist zerstört. Irgendwo. Schauen wir mal. Oh. Das ist richtig cool. Ich finde das Spiel doch immer so geil. Ah, ein Kreis. Ah, das brauchte ich. Zum Glück sind sie nicht so okay, deswegen. Ruhen wir uns einmal ein bisschen aus. Hätte ich mal gesagt. Das wird ein bisschen ekelig. Dir läuft die Zeit davon. Trottel, Anreißertaste. Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich habe weggedrückt, was ist mit du? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, dann sehen wir, was du rauskommst. Angekommen. Den holen wir uns. Greif ihn an! Ah, nicht so viele. Immer auf die kleinen Zicken. Wir werden dich ausschalten. Ja. Dafür wurden wir nicht ausgebildet. Und die Wärme hat Schaden erlitten. Alter! Zieh mich zurück. Er ist tot. Ich hab ihn auch neu. Das wäre nicht so praktisch. Hab ich hier nicht gedrückt? Das ist mir durch. Wir kriegen dich schon. Irgendwann. Ja, irgendwann, vielleicht. Werdet ihr nicht. Bin ich blöd jetzt schon? Hinten? BD, kannst du mir helfen? Ich fühle mich schon besser. Ah, hinten. Steht aber L1. Ist ja richtig. Interesting. Also, wenn wir auch noch nicht. Hey, BD, was ist das? Ja, sehen wir es uns an. Lichtschwertmaterial. Haben wir mal was gesetzt und so. Oh. Okio. Da kommen wir jetzt hoch. Traut der Ruhe nicht. Gehen wir mal meditieren hier. Ja, ich werde wahrscheinlich den Part ein bisschen kürzer machen. Schauen wir mal, wie lange ich Bock habe. Ich liebe das. Habe ich hier den... Tschüss.
Tschüss. Der Helm ist so cool. Das kann ich jetzt nicht. Glück gehabt jetzt. Aber die Klettanlagen sind ja auch so geil. Ich liebe das Spiel. Das Anziehen von Sachen lerne ich, glaube ich, erst. Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Ja, klappe. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Glaubst du? Ignoriere sie einfach. Hätte ich auch gesagt. So geil. Ich bin so ein großer Star Wars-Fan. Okay. Jetzt weiß ich wieder, wie man sich anhaltet. Geh zum Angriff über! Vorsicht! Trete zurück, ich krieg das hin! Oh. Warte, nimm! Nimm das! Nimm du das! Wo muss ich hier jetzt weiter? Ja, weil Star Wars ist so eine Geschichte bei mir. Ich habe als Kind immer. Habe ich jeden Film Ups. Bin ich wohl runtergefallen. Ja komm, hier lebt nicht mehr raus. Ich kann dich da unten sehen. Nee. Du bist unsere Zeit nicht wert. Ja, ja. Schau richtig zu! Tschüss! Flieg ich selbst runter. Das ist einfach so. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt das einsetzen, sonst wäre ich ja hin. Dann komme ich hier nicht weiter. Aber wahrscheinlich machen wir die Standardlänge an Videos so 30 Minuten. Was? Ich hab's geschafft! Arschloch! Gar nicht geschafft! Mit dir habe ich jetzt nur nicht gerechnet. Wir kommen da dran. Ich hab mich jetzt mal brennen. Okay. Schauen wir mal weiter. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Indem man irgendwie hochkommt wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ey, der ist ein Flammenwerfer. Das ist ein drüber oder was? Okay, danke. Ah, ich weiß schon, wie ich da rankomme. Hm.
Können wir weggehen und dann hat sich das erledigt. Ah! Dachte ich mir ja. Nicht cool. Mal. Ein alter Seppo. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Die starben jedoch, bevor es fertig war. Am nächsten Lebenscontainer. Wie komme ich da rüber, ey? Natürlich geht das so auf. Geleckt, oder? Gut schauen. Auf die Aufnahme. Okay, alle weggenatzt. Okay. Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bora soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zier die Schuld. Ja, immer den anderen die Schuld geben. Leck mich! Stirb wie die anderen! Stirb wie die anderen! Kann ich den nicht abwehren? Verliege deinen Wunden! Nein, tue ich nicht! Du solltest mich fürchten! Halt die Klappe! Ah, jetzt kommen die Drecks! Ja, natürlich! Du wirst bluten! Ich vollziehe den Willen des Imperators! Scheiß Wien ist das. Dafür bezahlst du. Dein Leben ist verweckt. Perfekt. Was ist das? Kennen wir mal. Okay, ein Elektrostab, Auslöschungsstab. Ich würde so nette Menschen, die was jedes töten. Was haben die hier? Komm raus! Feind nervt dich! Oh nein! Haha, tot! Perfekt abgewehrt! Ja, das fällt mir. Du kannst nicht besser sein als ich! Doch, kann ich. Jawohl. Siehst du ja gerade, dass ich das sehr, sehr gut kann sogar. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Es ist egal, was du stiehlst. Du wirst das nie verstehen.
Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Jo. Ich auch noch. Okay, das kann ich noch nicht. Dann muss ich das lernen noch. Auch mit dir. Hm, wie sind wir bei der Zeit? Gut, da werden wir jetzt bald mal aufhören müssen. Okay, da fängt das sich witzigerweise... Das hat mich damals schon sehr verwundert. Okay. Gut. Und das ist das perfekte Zeichen zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt, und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von The Jedi Fallen Order verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal.